Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Goodbye Deponia. So, wir befinden uns jetzt immer noch auf dem Organon, nicht auf dem Organon Kreuzer, aber bei der oberen Aufsichtsstation der Organon Hauptverwaltung. Könnten jetzt aber auch hier entkommen. Ich habe jetzt auch alles wieder zurückgestellt, wie es vorher war. Schlafende Augen. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Je nachdem habe ich sogar ein bisschen zu laut eingestellt. Okay, gehen wir mal hier rüber. Was haben wir hier? Terminal? Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Was haben wir hier noch? Hier mal ein Türsensor? Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Hier haben wir noch eine Kiste. Die habe ich ganz übersehen. Antragsformular 27-. Antrag auf A. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal Wartungsarbeiten. Aktenzeichen IRG-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal Wartungsarbeiten. Aktenzeichen Holler-55. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben IRG für defekte Antragsterminals. Aktenzeichen IRG-122. Okay. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Medizinische Dienstleistung. Hallo? Was ist denn das? Das Org funktioniert nicht. War ja klar. Okay. Wann werden wir jetzt denn das andere? Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ja. Wenn wir jetzt hier das Irk, das Ersatz Irk beantragen, brauchen wir auch wieder ein Irk. Also erstmal einen Schraubenzieher. Holler-55. So. Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartuschen. Und die ist hier natürlich nicht. Wäre ja auch so einfach. Okay, jetzt sind wir hier. Das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Und unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Was hatte Argus also gemeint? Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Das ist ganz und gar nicht gut. Er will also Elysium einnehmen. Oh. Stör ich? Rubus, welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rufus. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unseren Namen gemerkt. Psst. Ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus' Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe. Innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da. Also rück mal ein Stück.
Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini. Vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir... Nee, super fest verschraubt. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung nicht öffnen. Wir haben eine Zahnbörse und einen Antragsformular. Hier ist gar nichts, hier ist das Hochboot. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Ja, ganz und gar kein schöner Anblick, dass hier die ganzen Organons reingehen. Hier ist nix. Können wir... Können wir bei dem noch irgendwas machen? Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Okay, können wir mit... Der Zahnbürste bedienen? Wenn ich ihm schon im Schlaf auf die Zahnbürste pupe, sollte es wenigstens seine Zahnbürste sein. Und hier ist nur ihmchen. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen, außer eins. Mach's gut, du trübe Tasse. Okay, dann sag mir, dass wir hier schon so ziemlich durch sind. Gehen wir mal hier weiter. Hey, wenn ich euch nicht helfe, müsst ihr mir auch nicht hinterher dackeln. Ich befinde mich auf einem gefährlichen Abenteuer. Aber wir brauchen doch ihre Hilfe. Und ich sage euch, das ist nichts für Kinder. Ihr könntet in ein Plasmagefecht geraten. Oder gleich von dieser Hexe da drüben aufgefressen werden. Also wenn ihr mich fragt, sieht die ganz schön hungrig aus. Na also, ich verbitte mir solche Unterstellungen. Ich esse doch keine Kinder. Ach nicht? Ja, was treiben Sie denn dann hier? Ich sammle alte Flaschen und verkaufe sie dem Sewers Inn. Hier unten gibt es einen Pub? Na wunderbar. Ich könnte durchaus... Augenblick mal. Ihnen ist nicht zufällig ein Behälter mit einer grünen Flüssigkeit untergekommen? Doch. Und ich habe die 5 Zloty dafür bekommen. Großartig. Siehst du, Goal? Ich hab doch gesagt, ich rette dich. Perfekt. Drehorgelspieler. Warte mal, hier ist der Pub. Almighty! Was soll denn das werden? Na, wonach sieht's denn aus? Ich gehe in den Pub. Mit deinen Stöpseln im Schlepptau? Bist du ungesund gefallen, oder was? Das sind nicht meine Stöpsel, ich muss doch bitten. Ja. Das hat Papst auch immer gesagt. Und dann hat er Macy und mich vor der Kneipe angeleint. Und? Hat es euch geschadet? Bei Macy weiß ich es nicht. Ihre Leine ist irgendwann gerissen. Oh. Okay. So geht das nicht. Onkel Rufus muss jetzt dringend in den Pub. Das Schicksal der ganzen Welt hängt davon ab. Und Durst hat er auch. Nicht Leine lassen. Nicht Leine lassen. Ihr könnt mir doch nicht ewig am Fuß kleben. Werdet ihr denn nicht mal müde? Ehrlich gesagt sind wir wirklich schon lange reif fürs Bett. Na dann los, haut euch aufs Ohr. Und wo bitte sollen wir uns hinlegen? Ach, ist doch nicht mein Problem. Oh doch, das ist es. Entweder die bringen uns richtig zu Bett, oder wir laufen einfach immer weiter hinter ihnen her. Okay. Hier ist eine Sprosse. Ah,
Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch. Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei ihm bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Ach, ist doch dummes Zeug. Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, geht pielen. Hey, psst. Was, Goon? Goon, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Oh nein. Alles, nur das nicht. Ist das ein Freund von dir? Weit davon entfernt. Himmel, Goon. Warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Er hat leider gute Gründe. Wir waren mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Laufen. Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe drei verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß. Du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Ich verstehe nur Salvano. Wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Aber gut. Na gut. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Ach ja, der gute alte Goon. Die guten alten Zeiten, ne? Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle. Ein wärmendes Lagerfeuer. Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht. Und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hättet ihr Spaß gehabt. Spaß? June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Goon nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal. Da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genau so zu stinken wie die. June! Glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und statt jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Nicht glücklicher? Ja, war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Ihr beide seid so richtig zusammen? Ihr beide seid so richtig zusammen? So mit allem drum und dran? Knick, knack. Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super. Auch knickknack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach, unsere Beziehung hat nochmal so richtig einen Neustart bekommen. So kann man es ausdrücken. Und ihr lebt in der Kanalisation? Und ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge. Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, das geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach, was Haus? Eine Villa. Die schönste Hausvilla. Für das schönste Paar von Porta Fisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Goon, was ist denn los mit dir?
Ich muss mich bei dir entschuldigen, Gun. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Gun. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Gun, was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Gun, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss, um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, nichts tun. Es ist gut, hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel. Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist. Ja, klar. Glücklich im Rindstein, ihr Spaßvögel. Aber mal im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Sag ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend, Gun? Zitterst du etwa? Oh, halt mich. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bitte, bitte, bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Gun. Ach ja, der alte Gun. Ein Gulligitter? Huhu. Hm? Rufus? Bist du das? Nein, du spiegelst dich nur in einer Pfütze an der Bordsteinkante. Natürlich bin ich es. Warte mal, du bist in der Kanalisation gelandet? Haha, du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toilettentieftauchen. Toll. Ich habe Goal gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Boso getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Ach, es wäre doch zu schön, wenn es dafür ein neues Interface-Element gäbe. Mensch, toll, du! Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich guck mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. Können wir den Heizstrahler mitnehmen? Ich bezweifle es irgendwie. Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Naja, es ist schon recht kalt hier. Aber wenn es nicht lange dauert... June, lass mich das mal machen, okay? Wofür brauchst du ihn denn, Rufus? Naja, ich dachte... Oh, da fällt mir ein, dass die Garantie verfällt, wenn wir ihn verleihen. Genau, wenn wir ihn verleihen, ja. Sorry, Rufus. Ein andermal. Vielleicht. Okay. Ist eine Kiste? Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus! Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Okay, dann gehen wir mal runter und schauen uns mal diesen Typ an. Und darum, liebe Kinder, ist es zu eurem Vorteil, wenn ihr mir in meinen dunklen Wagen folgt. Was geht denn hier ab? Diese zwielichtige Gestalt versucht uns unter nicht weniger zwielichtigen Umständen in deinen Lieferwagen zu locken. Und worauf wartet ihr noch? Das kann nicht dir ernst sein. Kinder dürfen nicht zu Fremden in den Lieferwagen steigen. Das ist eine sehr wichtige Regel. Regeln sind was für Leute, die zu ungeschickt zum Schummeln sind. Ich bin der festen Überzeugung, dieser freundliche Herr hat nur die allerbesten Absichten. Nicht wahr? Genau. Er behauptet, er habe einen Streichelzoo mit niedlichen Tieren da drin. Ein Streichelzoo? Ist das wahr? Was? Naja... Eigentlich. Ich zuerst! Aus dem Weg!
noch ganz schön dunkel hier für einen Streichelzoo. Ja, wo sind denn jetzt die niedlichen Tiere? Naja, hier, direkt vor ihnen. Uiuiui, ich bin ja so gespannt. Niedliches Pelztier? Oh, was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um? Gar nicht. Na doch, Sie erwürgen es. Na nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Na, sind wir so gerade fertig. Und? Was und? Es war super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Uhu, ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb vor Neid. Und dann werde ich lachen. Alter, das ist unglaublich. Okay. Wir sehen uns in meinem nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.